Roland Grein, selbst wenn man mal, sagen wir mal, ein paar Millionen auf der Seite hat, ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt, jetzt lass uns doch in eine Destillerie investieren. Da braucht es eine Vorgeschichte dazu. Und die wird uns jetzt mal interessieren. Ja, die Vorgeschichte ist relativ einfach. Ich glaube, ich habe zu meinem 16. Geburtstag meine ersten Flaschen Whisky geschenkt bekommen. Sie haben mir nicht sehr gut geschmeckt, muss ich dazu sagen. Aber die Flaschen haben mir gefallen. Und daraufhin hat sich eine gewisse Sammelleidenschaft zuerst entwickelt zu dem Thema. Und wie viele große Projekte hat auch dieses dann begonnen mit einem feucht-fröhlichen Weinherbst im Süden von Wien, wo wir uns damals als Vierergruppe überlegt haben, doch eine Distillerie zu bauen. Und haben dann zahlreiche Whisky-Reisen gemacht, aber wirklich so im Business-Trip-Stil, also um 5 Uhr in der Früh aufstehen, damit wir einen Termin schaffen und so weiter. Also ganz intensive Reisetätigkeiten, die uns zu allen neuen Distilleries geführt haben in allen möglichen Ländern. Und nach 3, 4 Jahren da intensiv sich beschäftigen mit dem Thema und dann auch zu beginnen zu verkosten und das Getränk zu lieben, war halt dann die Entscheidung da, tun wir was oder tun wir nichts. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann halt wieder alleine. Ja. Also bei den anderen war es halt doch eher die Begeisterung und die Reisen. Aber die Entscheidung da wirklich lebensverändernd durchaus etwas zu machen, war halt zu viel verlangt. Und ich habe dann begonnen, nach Whisky-Beteiligungen zu suchen. Ja. Einfach einmal, um zu schauen für ein mögliches eigenes Projekt, wie könnte es laufen. Und das hat mir als erstes gebracht nach zur Cotswolds Distillery, wo der Dan Sore ja wirklich Großartiges leistet und war da in der ersten oder zweiten Kapitalrunde dabei mit einem überschaubaren Investment. Ja. Aber es war eine schöne, am Land liegende Distillery mit Fremdenverkehr als einem der Hauptschwerpunkte im Distillery-Geschehen, guten Marketing, ja, netten Leuten. Das hat für mich gepasst. Ja. Dann ist die nächste Geschichte, weil die Leute haben im Umfeld schon gewusst, der ist da irgendwie in Ares irgendwo in dem Bereich unterwegs. Die nächste Geschichte, die auftaucht, ist dann, dass mir mein australischer Freund angerufen hat, du suchst da doch solche Beteiligungen die ganze Zeit. Bei mir ums Eck baut einer eine und der braucht auch noch jemanden. Und so ist dann Manly Spirits in Australien entstanden. Nach ein paar Skype-Telefonaten waren wir sich da mit David und Vanessa recht schnell einig. Und dort bin ich der zweitgrößte Investor, habe auch praktisch auf den Plan investiert. Was natürlich auch wichtig ist, weil zu einem späteren Zeitpunkt kann man sich das überhaupt nicht mehr leisten. Ja. Sobald der Distillerie ein Lager aufgebaut hat, ist sie für einen normalen Menschen völlig unerschwinglich. Ja. Und so hat man das langsam entwickelt und damit habe ich dann auch begonnen, ein bisschen Produkte zu verkaufen, für Manly Spirits hauptsächlich zu dem Zeitpunkt und habe einfach aus dem Kofferraum heraus einmal ein paar Paletten Gin verkauft. Das hat mir recht Spaß gemacht, aber man sieht dann doch, ja, es geht, aber das muss man irgendwie professionalisieren. Und so bin ich dann, habe ich einfach eines Tages einfach angerufen mit Mario Prinz und habe ihn gefragt, ja, Mario, eigentlich bist ja nahe der Pension, wie schaut es aus? Ich würde gerne die Potstill übernehmen. Er hat mich, glaube ich, nach 10 Minuten zurückgerufen und gesagt, ja, können wir machen. Und das hat für mich super gepasst, weil die Potstill war für mich immer so das Kultgeschäft im Whisky-Bereich ja, in Österreich und der Mario eine Legende. Und so sind wir dann nach längerer, kürzerer Verhandlungszeit dann einig geworden und ich habe dann die Potstill übernommen. Ja. In der schwierigsten Phase, die man haben kann, das muss man auch sagen. Also ein absolutes Drama, seit wir die Potstill übernommen haben, mit Lieferverzögerungen von 6 bis 8 Monaten beim Whisky. Distilleries in Schottland, die nicht kapiert haben, dass wenn der Brexit da ist, einfach nur einfache Dinge wie Labeling sich ändern müssen, die keine Labeling-Kapazitäten mehr gehabt haben vor Ort, ja, dass sie für jedes Land ein eigenes Backlabel machen und solche Dinge. Also da reden wir noch gar nicht über die Katastrophen in der Logistik und Corona und was sonst noch daherkommt. Da sind viele hausgemachte Probleme dabei. Also das ist für uns wirklich, also wir sind im Troubleshooting-Mode, seit wir das übernommen haben. Der Mario kann 1000 Rosen, dass er uns genau zu dem Zeitpunkt das verkauft hat. Ja. Aber es macht Freude und Spaß und das Schöne an der Potstill ist, dass das Shop vor allem, man muss dazu sagen, das Shop ist ca. 20%, 80% ist Großhandel und Importeurgeschäft bei der Potstill.
Aber der Shop ist einfach ein Fanshop. Ja. Da sind Leute, die begeistert sind vom Thema Whisky, stehen da drinnen, beraten extrem subjektiv zu dem Thema, aber gut, wirklich ausgezeichnet. Ich glaube, es gibt nichts Besseres in Österreich als die Potsdam in dem Bereich. Ja. Aber es ist halt der Unterschied, wenn man Montag oder Dienstag kommt, was der beste Whisky für einen ist. Ja. Es wird keiner davon schlecht sein, aber das zeichnet eben die Potsdam aus. Ein Shop von Fans für Fans und das soll es auch bleiben. Ja. Du wolltest ja tatsächlich in Österreich auch eine Destillerie bauen, das war dein ursprünglicher Plan, so viel ich weiß. Das war der ursprüngliche Plan, ja. Da ist ja ziemlich zeitgleich zu den Diskussionen mit dem Mario, ist dazugekommen ein größerer Einstieg dann bei der East London Liquor Company, einer Distillerie, die mitten in London liegt, die mir jetzt so, ja, wo ich mit Abstand größter Eigentümer bin und auch im Board of Directors, das bin ich überall, ja, also bin ein vielfacher Director, sage überall Frühstücksdirektor im Whisky-Bereich, aber treibt dort halt relativ voran die Entwicklungen, soweit ich dazu in der Lage bin. Ja. Und die East London ist halt eine städtische, hippe Distillerie, die halt wirklich sehr viel auf Event-Marketing setzen, die sich den schwierigsten Vertriebsweg ausgesucht haben, den es gibt. Die machen praktisch alles im sogenannten On-Trade, das heißt für Pubs und Restaurants. Und haben erst im Nachgang, jetzt nach 7 Jahren, begonnen, im Retail-Bereich was zu verkaufen. Also wirklich ein harter Weg, dingeln von Bar, von Hotel zu Hotel und verkaufen. Aber machen das nicht schlecht, haben eine sehr gute Media-Coverage und so. Also es entwickelt sich langsam. Ja. Und dann ist eben der Plan da gewesen, nachdem die Potsdam da war, sage ich mal, und ich 3 verschiedene Distillery-Modelle, die sehr unterschiedlich gelegen sind, ja. Also eines so städtisch hip, eines so am Land, Natur, Tourismus und das andere auch stadtnahe, sage ich mal, Spirits ist zwar in Sydney direkt, aber da ist Sydney schon am Ende und strandnahe und so ein bisschen Lifestyle, aber Freizeit-Lifestyle. Und damit hatte ich eigentlich 3 Businessmodelle, 3 verschiedene Destillationsanlagen, die verwendet werden und, um mir zu überlegen, wie könnte die eigene ausschauen. Und das hat dann zu einer Odyssee geführt, wo ich einen Standort für eine Distillerie in Österreich suchen könnte. Ja. Und für mich war einzig und allein klar, wenn ich es in Österreich mache, dann kann es nur in einem meiner 2 Heimatpunkte sein, das heißt entweder südlich von Wien oder im Waldviertel. Und es haben sie alle sehr bemüht. Ja. Im Waldviertel gibt es halt zahlreiche Standortnachteile in meiner kleinen Heimatgemeinde. Also eine große, da gibt es einfach keine wirklich funktionierende Infrastruktur mehr. Und ich hätte einfach bei dem Projekt, war meine Erwartungshaltung, dass dieser Infrastrukturteil wenigstens öffentlich finanziert wird. Sie haben sich alle sehr bemüht, aber da ist man halt weit weg gewesen, wirklich weit. Und da muss man sagen, ja, es ist ein Rieseninvestment und mit viel Risiko verbunden, das auch in Österreich zu machen. Und im Süden von Wien war es einfach eine Katastrophe. Man sucht schöne romantische Grundstücke. Ja. Also man will nicht mitten im Gewerbepark stehen mit etwas, was ein Genussprodukt ist. Und da endet alles, alles was noch schön und romantisch ist im Süden von Wien, ist kontaminiert. Schwierigste Eigentümerverhältnisse oder sonst was. Ich glaube, ich habe 5-mal geboten auf verschiedene Grundstücke. Und da war alles dabei von extrem kontaminiert, das heißt am Ende rausgekommen ist, es hatte ich 2-mal Verkäufer, die nicht auftaucht sind zur Unterschrift und ja, verschiedenste Dramen, sage ich mal, in dieser Richtung. Und wie das 5. dann gescheitert war, wo man nicht einmal mehr verhandelt hat über den Preis und gesagt hat, das nehme ich, ja, und das ist dann trotzdem nichts geworden, habe ich das eigentlich, was ich eh früher auch schon mal vorgehabt habe, einfach in Schottland angerufen, einen der großen Steuerberatungskanzleien. Ich habe es durch sicher Klienten, die ein Whisky-Projekt gerade laufen haben. Ein paar habe ich aus den Medien ja auch gekannt und die haben dann den Kontakt hergestellt. Wir haben dann in endlosen Verhandlungen dann abgeschlossen und so ist es zu Art Going gekommen. Ja. Wo ich jetzt 51% halte auf Dauer, sage ich einmal. Und wir jetzt Unsummen investieren in die Distillerie, auch schon ein zweites Investment jetzt haben von der Distillerie, an der ich mich auch beteiligt habe, die Blackwoods Gin erzeugt und Red Lake, die da auch mit investiert und für Blackwoods ein echtes Produktionsheimatstätte jetzt gefunden hat. Also sie bekommen ein eigenes Gebäude am Gelände mit einem eigenen Visitor Center, mit allem drum und dran.
Das wird wirklich, das ganze Gelände dort soll so ein Highlight der schottischen Food- und Drinks-Branche werden. Ja. Also wir wollen da auch andere Betriebe ansiedeln und da wirklich ein Ausflugsziel draus machen. Gab es mehrere Projekte, die dir angeboten worden sind? Und ja, es gab mehrere Projekte. Und warum hast du dich dann letztendlich für AdGoan entschieden? Ja, was soll man sagen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Bei AdGoan gibt es ein paar Punkte, die für mich bei der Auswahl persönlich wichtig waren. Das erste ist, es liegt optimal verkehrstechnisch. Jeder, der schon einmal im Winter durch die Highlands gefahren ist, weiß, wie grauenhaft das ist. Das kann schon im Sommer furchtbar sein. Vom Flughafen weg dann 3 Stunden zu einer Distillery heißt, die kann nur besucht werden auf einem 14-tägigen Schottlandurlaub, aber sonst nicht. AdGoan liegt 25 Minuten vom Glasgow Airport entfernt. Sehr idyllisch, direkter Zugang zum Nationalpark, der dort ist. Also wir werden wirklich so ein Gateway to the National Park sein. Es liegt direkt an einer zweispurigen Verkehrsstraße, also einer Art Autobahn, sage ich einmal. Schnellstraße eher bei uns, die Schotten sagen da eher Autobahn dazu. Mit einer eigenen Abfahrt zum Gelände, ein Kreisverkehr, der direkt zu uns führt. Und direkt am, also nicht wirklich direkt am Meer, aber in unmittelbarer Nähe vom Meer, also in Sichtweite des Meeres. Das ein leichter Wasserzugang, also viele Punkte. Und dann kommt natürlich dazu, was für eine Whisky Distillery ganz essentiell ist, was kann man als Geschichte erzählen rund um eine Distillery. Und AdGoan ist ein Herrenhaus, das zurückgeht bis zum Robert de Bruce, der für die Schotten eine große Bedeutung hat. Und damit kann man sehr, sehr viel auch marketingtechnisch dann bewegen in dem Zusammenhang. Ja, wir haben dort übernehmen wir praktisch den ehemaligen Gutshof dieses Herrenhauses und restaurieren den komplett und bauen ein neues Distillery-Gebäude dazu. Anders als jetzt in den Medien sichtbar. Das wird ein ziemlich monumentaler Bau werden. Also wir wollen da wirklich was Großartiges bauen. Ja, das Ziel ist so, eine Whisky-Kathedrale zu errichten. Ja, so. Vorbild sind da eher die spanischen Bodegas als andere schottische Distilleries. Ja. Also diese Computerzeichnungen vom Bau, die jetzt momentan in den Medien zu sehen sind, sind alle obsolet? Die sind alle obsolet. Habt ihr schon eine Baugenehmigung für das? Wir haben eine Baugenehmigung für die Distillery selbst, dass dort eine Distillery betrieben werden kann. Wir haben eine Baugenehmigung für die Wellblechhütte, die auf den Zeichnungen jetzt drauf ist, so wie man das immer selber in den Diskussionen nennen, Tinshed. Ja. Wir brauchen jetzt dann ein Update der Baugenehmigung. Also wir hoffen, dass wir das Konzept fertig haben im September für das Gebäude und dann werden wir ansuchen um das Update. Wir haben da aber eigentlich nichts zu befürchten und auch zeitlich keinen Verlust dazu. Wir werden heuer noch beginnen, das Gelände zu reinigen und herzurichten für den Bau, das können wir alles schon. Und im Frühjahr soll dann der Spatenstich erfolgen. Und geplant ist, dass sie eröffnet 2023 mit der Produktion. Genau, Sommer 2023 soll die Produktion beginnen. Jetzt vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, aber du wirst sicher auch darüber nachgedacht haben. Es gibt Stimmen, die sagen, braucht Schottland überhaupt noch neue Destillerien und wer soll das alles trinken? Also wie sicher ist so ein Investment für dich? Oder wie groß sind die Risiken, die du dabei nimmst? Ja, das sind berechtigte Fragen. Ja. Momentan hat man noch ein extremes stabiles Wachstum seit 30 Jahren im Whisky-Bereich. Also da spricht momentan nichts dagegen. Aber es gab immer wieder so Schweinezyklen, ja, wo Distilleries dann auch geschlossen haben. Man muss aber dazu sagen, es kommt darauf an, welche Art von Distilleries dann schließen werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass so eine wie unsere, die dann ca. 1 Million Liter im Jahr erzeugt, das ist so, da bist man unter den Kleinen der Große, unter den Großen der Kleine. Ja. Das ist immer also eine gute Mittellage. Und mit einem starken Marketingansatz glaube ich nicht, dass wir davon betroffen sein werden, wenn es zu einem Schweinezyklus kommt. Natürlich die großen industriellen Distilleries,
die in den letzten Jahren von 4, 5 Millionen Liter auf 25 oder 50 Millionen Liter aufgestockt haben. Ich meine, da wird man eine Schwankung wohl spüren müssen, ja, wenn es zu einer kommt. Ja. Aber in unserem Segment ist man sehr unberührt. Also glaube ich nicht. Wenn so ein Investment getätigt wird, und ich rede jetzt nicht unbedingt von Adgoan, sondern wenn du dich irgendwo beteiligst, ja, was bringt denn das für Pflichten und was bringt denn das für Vorteile? Naja, es bringt jede Menge Pflichten. Die Vorteile, es ist schwer zu sagen, was das für Vorteile bringt. Ja. Also ich mache ja die Investments nur, wenn ich dann auch gestalten kann. Mhm. Und meine Idee ist ja immer, eine Kooperation aller dieser Firmen auch anzustreben in irgendeiner Form. Weil ich sage, viele kleine können gemeinsam viel bewegen, aber sie müssen nicht unbedingt ihre Kosten immer verdrei-, vier-, fünffachen. Ja. Mhm. Also das ist die Hoffnung, die ich dahinter habe, dass man doch zu Kooperationen mit der Zeit findet. Ja. Die Pflichten, man wird Director. Das ist anders wie bei uns ein Aufsichtsrat, der da vierteljährlich einmal kommt und für 2 Stunden oder vier Stunden tagt und dann abnickt als Director einer englischen Firma oder australischen Firma, ist man sicher monatlich im Einsatz und auch eigentlich vielfach pro Woche. Es ist inzwischen ein wirklich erweitertes Hobby weg von meiner IT- und HR-Seite. Es ist wirklich arbeitsintensiv geworden. Die Vorteile ist, dass man sich mit etwas beschäftigt, das man in der Hand halten kann. Mhm. Ich habe früher immer gesagt, wenn sie von mir mal den Laptop wegschmeißen, ist mein Lebenswerk dahin. Ja. Das stimmt im IT-Bereich in einem gewissen Ausmaß. Und auch ist es, der Vorteil ist natürlich auch, dass man im IT-Bereich früh gut beginnen kann. Also ich finde das eine optimale Branche für alle jungen Aktiven. Aber es ist eine schwierige Branche für die Leute, die auf die 50 zugehen oder darüber sind. Ja. Man sieht einfach, dass man verliert nicht unbedingt den Anschluss zur Technologie, aber man denkt in alten Mustern. Und man bemüht sich natürlich anzupassen, kann das auch. Ja. Aber man sieht, dass viele Firmen ältere Mitarbeiter als Ballast sind in der IT-Branche. Und im Whisky-Geschäft ist es so, dass Erfahrung viel zählt. Man steuert ja, bei einer Distillerie steuert man einen Supertanker. Ja. Also die Marketingideen, die da jährlich entstehen, müssen ja 20 Jahre vorher schon irgendwie berücksichtigt werden in der Produktion. Und da zählt einfach Erfahrung viel. Und es ist ein Geschäft, wo man mit 80 auch noch mitdiskutieren kann, und zwar ernsthaft. Und nicht nur sagt, naja, der Alte, was sagt er? Ja. Das heißt, eines Tages wirst du dich wahrscheinlich hauptsächlich oder ausschließlich dem Whisky-Business widmen. Ja, eines Tages wird man in Pension gehen im normalen IT-Geschäft. Ja. Es wird hoffentlich auch noch lange dauern. Ja. Ich bin da auch mit Herz und Seele dabei. Aber das Whisky-Geschäft wird sicher den Pensionsantritt überleben und weitergeführt werden. Ja. Und das ist was Schönes. Kommen wir noch mal kurz auf Adgoan zurück. Ja. Wer sind denn deine Partner dort? In Adgoan ist es so, dass es ein lokales Team gibt, die dieses Projekt ja schon seit 2, 3 Jahren vorantreiben, mhm, und halt in der Planungsphase irgendwo auf Investorensuche gegangen sind. Da ist der Martin McAdam, der kommt eher aus dem Energiebereich. Das heißt, wir werden auch hier viele Lösungen sehen, wo Adgoan auf jeden Fall führend sein wird. Wir wollen wirklich CO2-negativ werden. Ja. Also wir werden uns nicht nur um den Ausstoß von CO2 bei der Destillation kümmern, sondern auch bei der Fermentierung, was ein wesentlicher Punkt ist, mhm, der jetzt nicht zählt in der CO2-Bilanz, aber für uns auch ein wichtiger Beitrag sein kann. Der kommt aus dieser Richtung. Dann haben wir einen lokalen Ansprechpartner mit dem Alan Baker, der die Beziehung zum Herrenhaus pflegt, zum Estate. Weil wir sitzen ja auf einem Lease bei unserem Grundstück für 175 Jahre und der ist hier stark involviert. Okay. Und wir haben mit dem David McIntyre einen Finanzer, der schon aus dem Whisky-Bereich kommt, und weitere gute Investoren, ja, sage ich einmal. Und jetzt neu eben mit der Distill, wo ich auch beteiligt bin, jemanden, der da jetzt groß investiert, und es werden noch weitere dazukommen. Also wir sind in regen Verhandlungen, weil wir einfach das Projekt drehen. Ja, von einer Planung eines reinen Produktionsbetriebes mehr oder weniger in Richtung eines Touristen-Highlights
Und wir wollen einfach das neue McCain werden. So, so wie die McCain in den 60er, 70er, 80er Jahren großartige Whiskys gehabt haben und heute auch noch mal welche machen, aber halt sehr in die Breite gegangen sind und in die Breite gegangen sind, nicht nur vom Produktangebot, sondern meiner Meinung nach auch von der Qualität. Ja. Und da ist halt der Willi Phillips unser Garant für das Ganze. Als ehemaliger McCain CEO, der McCain von einer 400.000 Pfund Umsatzfirma auf einen weltweiten Traumbetrieb umgestaltet hat, ja, der wird uns hier auch helfen, als Chairman dasselbe für Outgoing zu machen. Also wir sind hier wirklich auf Qualität und Nachhaltigkeit fixiert und wir haben uns fest vorgenommen, bei der Qualität keinerlei Kompromisse zu machen. Ja. Und das ist ein sehr teures Unterfangen, kann ich nur sagen. Das heißt, es wird auch ein großes Besucherzentrum geben, Entertainment, Attraktionen. Plant sie auch eventuell ein Hotel dort zu haben, ein eigenes? Das ist in einer sehr späten Phase. Das kann entweder das Herrenhaus, das hier direkt dazugehört, betreibt bereits ein Hotel, aber ein sehr kleines. Also die haben 120 Zimmer und 10 davon sind jetzt ein Hotel. Die könnten also sehr leicht aufstocken für eine gehobene Kundschaft. Mhm. Und wir, also es ist durchaus eine Überlegung wert, auch bei uns dann eines zu errichten, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr seid in den Lowlands, werdet ihr aber zweifach destillieren oder dreifach? Habt ihr? Momentan ist Zweifachdestillation angedacht, also keine Dreifachdestillation. Wir platzieren uns genau, wo wir auch lokal liegen, zwischen Springbank und McCain. Mhm. Das sind unsere eindeutigen Vorbilder. Also hier in dem Bereich wollen wir sein und wollen einfach die beste Distillerie Schottlands werden. Anlagen schon vorbestellt? Wir sind in Dauerverhandlungen in den letzten Tagen, um die Anlagenbestellung abzuschließen. Auch hier setzen wir stark auf zusätzliche Aspekte. Ja. Es ist ein Thema, ob man sich einfach einen Lieferanten aussucht und sagt, bitte bauen wir das. Das ist ein anderes Thema, ob man einen Lieferanten sucht, der mit einem aktiv in eine Art Technologiepartnerschaft geht, wo wir am Anfang bereits modular alle Energieerzeugungssysteme haben, um jederzeit umschalten zu können, wo wir von dieser Firma einen sogenannten Alliance Manager bekommen werden, gemeinsames Marketing für die Anlage betreiben werden. Also wir werden auch eine Tour anbieten, die sich nur bezieht auf Technologie und Klimabewusstsein, ja. Also wo es gar nicht um ein Whisky geht, sondern nur, was machen wir alles, damit das perfekt funktioniert. Und da sind wir jetzt in der Endauswahl. Wir sind recht weit fortgeschritten, aber wir haben noch nicht unterschrieben. Es wird interessant zu sein, zuzusehen, wie das ganze Projekt wächst und gedeiht. Und wir werden es auch von Whisky Experts her begleiten. Ich danke dir mal fürs Gespräch, war höchst aufschlussreich. Wünsche dir viel Erfolg mit dem, was du vorhast. Und vielleicht hören wir uns wieder. Ja, danke vielmals. Danke auch. Ja.